Standard auf Platz 10. 1000 Miles von Vanessa Carlton, einem ganz normalen Mädel, das kiloweise Schokolade verputzt, wenn es gestresst ist. Ganz schön süß, die Sugar Babes. Auf ihrem zweiten Album Angels with the Dirty Faces wollen die drei vor allem eins, mit lästigen Neidern abrechnen. Die erste Auskopplung Round Round fällt von der 7 auf die 9. Atomic Kitten werden zu Leinwandmiezen. Im Frühjahr 2003 starten die Dreharbeiten zu ihrem ersten Kinofilm. Miau. Von der 6 auf die 8 fallen unsere Lieblingspussys mit The Tide is High. Wer speisen will wie der King, der muss nach Memphis ins Heart Attack Restaurant. Da werden nur Elvis-Leibgerichte serviert. Mit A Little Less Conversation fällt der Burger King von der 3 auf die 7. Herbert Grönemeyer hat alle Verkaufsrekorde der deutschen Musikgeschichte gebrochen. Vierfach Platin innerhalb von 3 Wochen für sein neues Album Mensch. Die gleichnamige Single gibt's auf Platz 6. Neue Attacke von Avril Lavigne gegen Britney. Brit ist eine Tänzerin, die so tut, als könnte sie singen, lästert die Skater-Prinzessin und steigt rotzfrech von der 9 auf die 5 mit Complicated. Die Latin Music Awards waren für Shakira eine Enttäuschung. Gerade mal eine Trophäe bekam sie und die auch nur für ein Video. Vielleicht tröstet es sie wenigstens, dass Underneath Your Clothes von der 8 auf die 4 steigt. Celine Dion. Bei ihren Las Vegas Shows 2003 will sie fett auftrumpfen. Allein 70 Tänzer stehen jeden Abend mit der Diva auf der Bühne. Von der 4 auf die 3 steigt La Dion mit I'm Alive. Von der 1 runter auf die 2 geht's für Eminem. Wer Slim Shadys Anger Management Tour verpasst hat, kann sich schon jetzt auf die passende Live-DVD freuen mit einer extra geilen Performance von Without Me. So eine Art, ja. Genau einen Sommer lang hat der Eminem mit Without Me, haben wir gerade gesehen, die MTV European Top 20 regiert. Jetzt haben ihn 3 Mädels aus Spanien vom Thron gestoßen. Last Ketchup mit Acerege, besser bekannt als The Ketchup Song mit dem neuen Ketchup-Tanz. Definitiv der Sommerhit des Jahres und der steht jetzt auch pünktlich zum Herbstanfang nicht nur in unseren MTV European Top 20 ganz oben, sondern auch in Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Finnland, der Niederlande und noch einem halben Dutzend europäischer Kleinstaaten. Rauf von der 2 auf die 1, hier sind Last Ketchup mit Acerege. Gehabt euch wohl, wir sehen uns nächste Woche wieder.